Das Ego ist nur ein geistiges Programm. Wir müssen bedenken, in sich selbst und aus sich selbst hat es kein Leben. Es bekommt die Lebenskraft, die Kraft der Aktivierung von uns. Wir sind sein Wirt. Wir geben Energie. Wir schenken ihm Glauben. Damit wird sein Programm aktiviert. In unserem Geist, auf unserer Festplatte, wenn man das so sagen will. Insofern fürchtet das Ego um unsere Entscheidung, dass wir uns weiterhin für das Ego entscheiden und nicht dagegen. Diese Angst bleibt immer bestehen. Wird sich mein Wirt weiterhin für mein Programm, das ich bin, entscheiden? So könnte man sagen, ja, denkt das Ego. Es lebt ja von uns, die wir an es glauben. Und insofern ist die Stille im Geist, wenn wir in die Stille gehen, für das Ego auch eine Gefahr, dass wir in die Klarheit finden, des reinen Geistes unseres wahren Selbst und plötzlich erkennen, diesen Wahnsinn des Egos mache ich nicht mehr mit. Das rechnet sich nicht. Ich will das und brauche das nicht. Ich steige aus. Stille und Nüchternheit sind so insofern eine große Gefahr für das Ego. Es versucht uns, immer in einer Art inneren Lärm und einer inneren Spannung zu halten, dass wir nicht in die Klarheit, Nüchternheit und Kraft unseres Geistes finden, nämlich in diese Klarheit und Nüchternheit des reinen, wahren Selbst, das wir sind. Als Beobachter und Entscheider wählen wir nur zwischen dem Ego-Modus, dem falschen Selbst und dem wahren Selbst, welches Ausdruck des Heiligen Geistes ist, der Christus. Und das ist der Kampf hier, der hier stattfindet. Ja? Das Ego hat Angst, abgewählt zu werden. Wenn wir nicht mehr mitmachen, hat es keine Macht. Alle Macht kommt von uns. Man kann das gar nicht genug, oft genug betonen, dass dem so ist. Alle Macht des Egos kommt von uns, aus unserem Geist, aus unserer Entscheidungsmacht. In sich selbst hat es keine. Insofern ist es wichtig, das Ego nicht zu einem eigenständigen, machtvollen Wesen zu stilisieren, ja, es dazu zu machen. Es wäre eine Fehldeutung. Das Ego ist ein reines Programm, mehr nicht. Und wir sollten uns immer wieder diesen Punkt bewusst machen. Wir machen mit und in dem Moment hat es uns. Wenn wir ihm zustimmen, wenn wir es tanzen lassen, ja, auf unserer inneren Bühne und ihm diese Energie dazu geben, dann ist das unser Thema und unser Problem. Und dann hat es Macht über uns. Wir geben ihm die Macht über uns. Und es braucht Stille und Nüchternheit, um diese Zusammenhänge ganz klar zu erkennen und eine sinnvolle Entscheidung dann zu treffen. Wir müssen hinschauen, immer wieder neu hinschauen. Und hinschauen kann ich nur, wenn ich still werde. Der lärmende Geist und der ungeschulte Geist kann nichts erreichen. Es funktioniert nicht. Wir brauchen als Grundlage die Stille für eine bewusste Wahrnehmung, dass wir wirklich hinschauen und den Durchblick bekommen. Und dann stellt sich Nüchternheit ein. Und auf dieser Basis können wir eine neue Entscheidung treffen und erkennen, es rechnet sich nicht, was uns da als Programm verkauft wird. Es ist immer der alte Stress und Streit, ja, dass wir in Spannung verharren, Angst haben sollen, zu kurz kommen, glauben, dass wir zu kurz kommen,
und dass wir ständig gierig durch diese Welt laufen und hungrig bleiben und immer wieder auf Kosten anderer meinen, leben zu müssen. Das ist alles verrückt. Das Ego-Programm ist im Kurs in vielerlei Hinsicht immer wieder genau beschrieben worden. Und Jesus legt den größten Wert darauf, dass wir es in seiner Vielschichtigkeit durchschauen und sagen können, hier wirkt das Ego, hier wirkt das, was wir in dem berühmten Märchen Rumpelstilzchen nennen. Und das Rumpelstilzchen sagt ja in diesem Märchen, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. In dem Moment, wo wir es nicht klar erkennen, hat es wieder Macht über uns. Es muss durchschaut werden. Dafür brauchen wir Stille und Nüchternheit und vor allem die Schulung unseres Geistes. Der Kurs ist immer praktisch orientiert. Er ist ein großes intellektuelles Werk, keine Frage. Aber seine Basisorientierung geht in Richtung Praxis. Wir sollen das anwenden, was im Kurs steht und was uns auch im Übungsteil vermittelt wird. Die Übungen können wir gar nicht hoch genug einschätzen in ihrer Qualität, in ihrem Praxisgehalt, ja? Dass es wirklich eine praktische Anwendung braucht, um zu verstehen, um zu lernen, worum es beim Ego geht und welche Macht wir eigentlich in uns tragen, nämlich die Macht der Entscheidung, Ja oder Nein zu diesem Wahnsinn zu sagen. Es ist und bleibt am Ende unsere Entscheidung. Da müssen wir hinschauen. Bruder, macht nichts. Wähle noch einmal.